So, da sind wir beim nächsten Booster. Dissension. Das ist erstes Ravnica. Ich weiß nicht, kann man es hier irgendwo drauf lesen, wo das her ist? Nicht her ist, sondern aus welchem Jahr das ist. 2006. Oh, da habe ich auch schon Magic gespielt. Das ist 13 Jahre her. Das Booster sieht auch dementsprechend ultra hart ramponiert aus. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es hier für coole Karten gibt. Dieses Handy, ich schmeiß es gleich aus dem Fenster. Live. Naja, auf jeden Fall gucken wir uns jetzt mal dieses Booster an. Das sieht ultra ramponiert aus. Das habe ich so bekommen. Super schade. Ich hoffe mal, die Karten da drin haben es irgendwie weggesteckt. Aber es sind auch die ganz alten Karten. Oh, ganz alten Kartenqualitäten. Das müsste es weggesteckt haben. Es sei denn, irgendwas ist dieses Handy. Es sei denn, irgendwas ist schiefgelaufen. Gucken wir uns das hier mal an, was wir hier so haben. Oh mein Gott, ich sehe direkt eine supergeile Karte. Utopia Sprawl. Oh mein Gott, diese Karten sind so alt. Warte mal. Ah, Entschuldigung, freakig. Aber egal. Super schön. Ich habe einen Utopia Sprawl in Englisch First Edition. Die Karten haben ein bisschen was oben links in der Ecke abbekommen, aber oh mein Gott. Verzaubert einen Forest. Und wenn er ins Spielfeld kommt, sagt man eine Farbe an. Und man kann es tappen, um eine Farbe zu bekommen von der Farbe, die man angesagt hat. Super, super toll. Rakdos Ik. Oh. Diese Artworks. 3 Mana 1/1. Wenn er ins Spielfeld. Nee, wenn man ihn tappt, fügt man einen Schaden der Kreatur zu und dem Beherrscher dieser Kreatur auch. Simir Signet. 2 Mana Artefakt. Super gutes Commander-Teil. Für 1 Mana tappen, man kriegt ein grünes und ein blaues. Ogre Gatecatcher. 4 Mana 3/3. Wenn er ins Spielfeld kommt, zerstört man eine Kreatur mit Verteidiger. Oh ja, den habe ich gespielt. Auf der Süddeutschen Meisterschaft war es, glaube ich. Demon Jester, 4 Mana 2/2 fliegend und Hellband, wenn man keine Handkarten mehr hat, dann kriegt der plus 2 plus 1. Und ich habe nicht gut abgeschnitten. Dann haben wir Ocular Halo. 4 Mana, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat tappen, ziehe eine Karte und für ein Weiß kriegt es Wachsamkeit. Oh, Shielding Plugs, gute Karte. 3 Mana. Enchantment, man verzaubert eine Kreatur. Wenn ihr ein Spiel bekommt, sagt man, zieht eine Karte und die Kreatur hat Hexproof. Das ist ziemlich cool. Das ist echt, ah, das sieht aus, wenn da hinten noch so viele Karten. Das ist der Schatten. Ich war gerade verwirrt, ich habe lange kein Video mehr aufgenommen. So, was haben wir denn hier? Whiptail Moloch. 4 Mana, 5 Mana, 6/3. Und wenn ihr ein Spiel bekommt, fügt deine Kreatur 3 Schaden zu. Der ist nicht so gut wie damals der. Wie hieß denn der? Es war kein Thrall. Was war denn das? 4 Mana 4/2, der hat 4 Schaden geschossen. Der war gut. Kavu, irgendwas in Kavu. Wenn es weiß, bitte in die Kommis. Danke. So, gucken wir weiter. Sporeback Troll, 4 Mana 0/0, Graph 2, also kommt mit 2 plus 1 plus 1 Mana ins Spiel. Wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, kann man eine plus 1 plus 1 Mana rüber move. Für 2 Mana kann man eine Kreatur mit einer plus 1 plus 1 regenerieren. Dann haben wir Plummets of Peace. 3 Mana, man verzaubert eine Kreatur, kann weder angreifen noch blocken. Und für 2 Mana kann man die in der Upkeep vorzeigen und eine Kreatur darf nicht, wird getappt. Okay. Dann Rite of Passages. 1 Mana, verzaubernde Kreatur. Wie viele Kreaturverzauberungen hier drin sind. Immer wenn die verzauberte Kreatur angreift, wenn ihre Stärke 2 oder weniger ist, dann ist sie unblockbar und man kann sie forecasten, also genau wie hier, in der Upkeep zeigen und eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unblockbar machen. Dann haben wir Leaf Drake Roast. Aha. 5 Mana, man verzaubert ein Land. Schon wieder, Alter, wie viele Auren? Das verzauberte Land hat für ein blaues, ein grünes Tappen und man kriegt einen 2-2 blau-grünen Drake mit fliegend. Dann haben wir Stoic Ephemeral. 3 Mana, 5-5 Defender fliegend und wenn der blockt, wird er meines Zuges geopfert. Dann, oh, den haben wir noch, der ist gut. Kuta Huzza für 3 Mana 1/3 Wachsamkeit. Wenn er ins Spielfeld kommt, kann man die obersten 3 Karten seines Decks angucken. Man kann einen davon auf die Hand nehmen und den Rest unter das Deck legen. Und wenn er ins Spielfeld kommt, muss ihn opfern, es sei denn, man zahlt ein weißes. Hat da oben ein weißes bezahlt. So. Und unsere Rare ist, oh mein Gott, das ist eine Voll-Rare. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, eine Voll-Rare. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, die was wert ist, ist mir auch egal. Was kann sie denn? 4 Mana. Ist eine Verzauberung, Aura. Wir folgen dem Theme des Boosters. Man wählt einen Gegner.
Man skippt seine eigene Drawstep und immer wenn der Gegner eine Karte zieht, zieht man selber auch eine Karte. Heilige Kacke, ist das cool. Alter, dieses Foiling, heilig. Guckt, seht ihr das? Boah, geil. Ich bin happy. Ich habe ewig lang keine Foil Rare mehr gesehen. Heilige, das ist cool. Ja, ich beende mal das Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Blackseed. Ciao, ciao.